Begrüßt mit mir den amtierenden Mittelgewichtschampion bei Octagon, Kerim Engizek. Kerim, du hast in Frankfurt im Oktober sehr, sehr beeindruckend den Titel gewonnen gegen Patrick Kinzel. Wirklich starker Kampf, alle 5 Runden dominiert. Wie fühlt es sich an als Champion? Wie lebt sich's? Ja, natürlich immer sehr schön, einen Titel sich um die Hüfte zu schnallen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist jetzt, den Titel weiterhin zu halten. Okay, Titel weiterhalten ist der Plan. Gibt es schon ein Datum? Wir haben da schon was gehört. In deiner Heimatstadt, oder? Also ich kann was anteasern. München, habt ihr Bock in Düsseldorf? Am 1. Februar. 1. Februar, Düsseldorf, PSD Dome. Klingt verdammt gut. Weißt du auch schon, gegen wen es da gehen soll? Also, nähere Infos kommen in Kürze. Ihr könnt euch auf jeden Fall gefasst machen, das wird ein Banger. Also, Düsseldorf wird brennen. Und wenn du den Titel verteidigt hast, wie geht's dann weiter? Bleibst du im Mittelgewicht? Hast du vielleicht andere Ambitionen noch? Willst du hoch, runter, weitere Titel? Ich hab Bock auf Double Champion. Ich will Double Champion werden bei Octagon. Wer ist noch hier Champion im Raum? Gibt's hier noch irgendeinen Champion im Raum? Wer sitzt hier in erster Reihe? Ah, wo ist er? Carlos, my friend. Also auf jeden Fall, meine Hosen sind groß genug für 2 Gürtel. Die rutscht mir mit einem. Okay, das ist mal eine Ansage. Kerim ist nicht zufrieden nur mit dem Mittelgewichtsgürtel, sondern er würde auch gerne noch im Leichtschwergewicht oder Halbschwergewicht den Gürtel tragen. Und da haben wir natürlich Carlos Vimola. Der hat jetzt erstmal im Dezember einen harten Kampf vor sich gegen Will Fleury. Aber wer weiß, vielleicht dann irgendwann Mitte des Jahres, nächstes Jahr, könnte es hier zu einem Double Champ kommen. Ja, lass uns erst den Kampf machen. Er soll seinen machen, ich meinen im Februar. Dann schauen wir ganz entspannt, wie das weitergeht. Aber sonst, ich will immer neue Herausforderungen und das reizt mich auf jeden Fall. Sehr schön, aber zuerst bleiben wir bei dem nächsten anstehenden Kampf. 1.2. in Düsseldorf. Nicht nur du bist auf der Karte, sondern auch die ganzen anderen Jungs aus der Nähe von Düsseldorf. Wir haben Engizek dabei, wir haben auf jeden Fall Ilbay dabei, wir haben Eskiev dabei. Also wirklich hochkarätige Fights, die da stattfinden werden. Und alle, die Bock haben auf Live-Events, kauft euch die Tickets oder schaltet auf RTL Plus ein und schaut dieses Event auf jeden Fall. Kerim, bis bald, gutes Training und wir sehen uns dann spätestens im Februar. Danke dir. Danke euch. Tickets erhältlich unter octagontickets.de.